Für alle Filmliebhaber und Genießer wurden im folgenden Film 137 Fehler versteckt. Die Produzenten sind sich im Klaren, dass dieser Film die Grenzen des unerträglich Schlechten sprengt. Aus diesem Grund werden in diesem Augenblick die Ausgänge von bewaffneten Sicherheitskräften verriegelt. Versuchen Sie erst gar nicht zu fliehen. Verzeihen Sie bitte. Dies ist ein normaler Bürger, der in einer bürgerlichen Umgebung eine bürgerliche Wohnung besitzt und dort normalerweise normale Bürger von Burger King ist. Doch wenn Ostern naht und die Killerkaninchen aus ihren Bauten kriechen, dann wird es wieder Zeit für Weihnachtsmann! Ja, mein Gott, ich komme schon. Guten Tag, EZ. Das ist mein Kollege Bruno. Wie Sie vielleicht wissen, wurde dieses Jahr die Kopfpauschale eingeführt. Das bedeutet, Sie bezahlen nicht mehr pro Gerät, sondern pro Kopf, wo ins Gerät guckt. Und Sie sind in Verzug. Bruno? Ganz ruhig. Ja, wissen Sie, Schwarze und so. Mag er nicht. Also, das ist mal ernsthaft. Ich guck doch den Rotz sowieso nie an. Ich bezahle doch für die Scheiße nicht. Bruno! Ja. Bruno! Bruno, komm mal her. Keks. Ja, Taylor. Nun in dem Fall müssen wir leider den Kopf abschlagen. Verstehen Sie, nur wer keinen Kopf mehr hat, muss in nächster Zeit keine Gebühren mehr bezahlen. Ja, was? Kopf abschlagen? Ja, würde uns echt leid tun, aber. Gut. Brie Bruno. Kopf ab? Na, aber macht mal bitte hin, ne? Ich hab noch was vor. Okay. Bruno. Kopf ab. Das war schon der 37. heute.
Was geht's? Alle Beamte, alles ist gleich. Verzeihen Sie bitte diese völlig sinnlose Umfrage. Kauft Cremezahnpasta, denn Cremezahnpasta setzt da an, wo andere Zahncremes aufhören. Also, die Methoden der GZ fanden viele Nachahmer und wurden ziemlich beliebt bei Vertretern. GZ! GZ! Ja? Guten Tag, GZ, der Herr. Was wollen Sie? Ich würde gerne in Ihre Wohnung kommen und ein wenig herumschnüffeln. Sind Sie ein Zeuge Jehovas? Nein, ich bin Beamter der GZ. Ich bespitzle Leute. Für mich sehen Sie aus wie ein Zeuge Jehovas. Lassen Sie mich bitte rein und meine Arbeit machen. Wenn ich Sie reinlasse, wollen Sie doch nur über meine Einstellung zu Gott reden. Nein, bestimmt nicht. Ich komme rein, schnüffle ein wenig herum und hack Ihnen vielleicht den Kopf ab. Ich habe sogar eine Axt dabei. Das ist keine Axt. Nein? Das ist eine Axt. Wir haben unsere Methoden verbessert. Lassen Sie mich jetzt bitte rein. Kein Wort über Gott? Nichts über meine Seelenrettung? Kein einziges Wort. Na gut, dann kommen Sie mal rein. Haben Sie schon mal überlegt, was mit Ihnen nach dem Tod passiert? Verstehen Sie, ich habe hier eine kleine Broschüre, die ich Ihnen mal ganz unverbindlich überreichen möchte. Hier sehen Sie, wo Sie unsere Zeugen Jehovas Kirche finden. Hier die Snackbar, da die Gaunen. Und jetzt, Sportschau. Welchen Protesten verschiedener Tierschutzorganisationen müssten sämtliche Kornickel aus dem Film entfernt werden? Damit verkürzt sich die Laufzeit des Films in mindestens eineinhalb Stunden. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesellen würden. Das habe ich nicht von dir gedacht. So eine Blamage. So, der nächste, bitte. Bis dann, Krümelmonster. Schönen Dank, du Arsch! Da ist die Sau! Ein Grill? Silly, ähnlich.